Ja, Leute, auf geht's also ins Spiel gegen den FC Augsburg. Ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem Let's Play Fußballmanager 13 mit dem FC Schalke 04. Der FC Augsburg hat in letzter 13 Punkte bislang nur geholt. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten sie schon 30 Punkte, heißt den Klassenerhalt fast unter Dach und Fach. Heute geht's also in der SGL Arena darum, ob wir den vierten Sieg in Folge einfangen können oder nicht. Eins ist klar, ein Remis schaffen wir auf jeden Fall, sagen wir der Mannschaft. Und dann sollte es losgehen. Die letzten Siege haben ja recht guten Aufschluss gegeben, was unsere Form angeht. Unsere Form war zuletzt grandios. 3 Siege in Folge, wie gesagt. Das Duell gegen Dortmund vergessen wir, auch das Spiel gegen Tottenham vergessen wir ein bisschen. So, los geht's. Lahn, ich setze dann ein Duell gegen Huntelaar, seinen Körper massiv ein. Huntelaar geht mit Schwärze im Gesicht zu Boden. Eieiei, vor uns ihn warm laufen lassen schon mal. Erste Chance. Roman Neuschelder kommt bedrängt von Carrozzieri zum Kopfball für das Tor, um eigentlich mal einige Meter. Verfahren hat die Ecke da geschlagen. Also wie gesagt, Huntelaar. Und da fällt das Tor für uns! Da werde ich mal wieder unterbrochen. Da ist er, Klaas-Jan Huntelaar. Gut, können wir vorsichtig wieder hinsetzen lassen. Dusan Kuciak kommt da raus, wird außer seines Fünfers hart angegangen, muss nachfassen. Huntelaar ist unglaublich reaktionsschnell und spitze den Ball über die Linie. Da muss ein Torjäger stehen, das ist ein Knipser, jawohl. Nach Ecke vom Verfahren mal wieder. 12. Saisontor für Klaas-Jan Huntelaar und jetzt Riesenchance in Augsburg. Kontersituation für die Heimmannschaft. 5 gegen 4 Überzahl. Daniel Bayer hat noch Mourage vor sich, versucht dann vorbeizugehen und sofort der Ausgleich des FC Augsburg. Durch Daniel Bayer sein erstes Saisontor. Irgendwie schießen gegen uns mal alle die erste Saisontor. Kann das sein? Oh. Nur 3 Minuten nach der Führung. Jetzt aber wieder die Angriffe für unsere Schalke. Aber das war nicht gut. Konzentration, Leute. Und nochmal Schalke. Neustädter passt nach rechts zu Verfahren, der den Strafen einringt und dann fast von der Grundlinie vor das Tor passt. Die Defensive der Schwaben kann die Situation aber bereinigen. Und Martin Lahn sieht nach Absicht Handspiel jetzt gelb. Hat den Hand beim Hand damit der Ball. Hat den Ball da mit der Hand mitgenommen. So rum war eigentlich das. Und jetzt klares Feuer. Morovic an. Alexander wird am Strafen. Es gibt Elfmeter. Endlich mal Elfmeter für uns. Jawohl. Huntelaar hält den Kopf gesenkt. Läuft mit langen Schritten an. Der Ball steckt oben links. Doppelpack Huntelaar. Endlich mal wieder ein Elfmeter für uns und ich schieße sie auch nicht mehr selber. Nein, nein. Jawohl, das ist 2-1 für uns in der 36. Minute. Klaas-Jan Huntelaar. Also Foul von Morovic am Büttner. Was macht Büttner denn da vorne, frage ich mich mal echt. Na, hat er mal einen Vorschuss gewagt, ist doch gut. Soll er sie nochmal wagen. So, Huntelaar also mit dem Doppelpack jetzt nochmal Augsburg kurz vor der Pause. Ecke fair. Kirchhoff setzt sich gegen Lahn nicht durch und klärt die Ecke per Kopf. Sehr schön. Jan Kirchhoff. Zusammen mit Benny Hilfe haben sich da hinten richtig eingespielt jetzt in der Rückrunde. Papadopoulos, tut mir echt leid für ihn, aber der kommt halt gar nicht mehr zum Zuge. Kirchhoff hat sich wieder eingespielt, Hövedes wird immer besser, hat die Denkpause wohl gebraucht vor Weihnachten. So, Halbzeitansprachen für unsere Mannschaft. Das sieht sehr gut aus, Leute. Spielergespräche, Hövedes 1A, unser Kapitän. Dann Verfahren, klar, und auch Huntelaar, super. Da motivieren wir Renato Augusto mal noch ein bisschen. Genauso wie Michel Bastos. Und Massagen gibt es dann für Jan Kirchhoff, dessen Fitness da ein bisschen komisch ist, keine Ahnung wieso. Jefferson Fafan kriegt noch eine Massage. Genauso wie Roman Neustädter, der kann sie auch gebrauchen. Auf der 6er Position, denn da sind wir sehr dünn bestückt, eher gesagt. Haben wir ja gar keinen Ersatz. So, alle warm laufen zur zweiten Halbzeit. Jetzt sieht Neustädter auch noch die gelbe Karte. Auf wegen absichtlichen Handspiels. Wird eine Flanke aus kurzer Distanz mit der Hand ab. Diese ging durchaus zum Ball. Die Entscheidung von Schiri für den Beutel geht also in Ordnung. Naja, Bast mit schönen Balleroberungen im Mittelfeld. Knappe Stunde ist jetzt rum. Nächste Chance für Schalke. Dann legen wir das 3-1 nach jetzt. Jawohl, da ist es. 3-1. Roman Neustädter schon wieder. Vorlage durch Klaas-Jan Huntelaar. Hunter dribbelt da an der linken Seitenlinie für Haag aus und zieht an ihm vorbei. Was macht Huntelaar im Dribbling? Meine Güte. Am Eck passt er scharf an den Fünfer. Renato Augusto steht zu ungünstig für seinen Torschuss und lässt den Ball durch seine Beine laufen. Am kurzen Pfosten lauert er dafür aufgerückt. Neustädter muss den Ball nur noch ins Tor schieben. Jawohl. Und jetzt können wir mal einen Wechsel bringen. Klaas-Jan Huntelaar wird rausgehen für Kondielle Fossen ins Spiel, der letztes Mal gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Und auch, ja, Roman Neustädter wird rausgehen für Papadopoulos ins Spiel. Allerdings geht Kirchhoff ein vor auf die 6er Position. Und dass Papa mal wieder Spielpraxis kriegt. Und Neustädter wird auch geschont jetzt, der Torschütze. Denn, glaube ich, nach diesem Spiel muss aber endlich das Rückspiel in der Champions League kommen. So, Francesco Modesto kommt für Oscholek beim FCA. Und wir werden dann noch einmal wechseln. Werden nochmal jemanden schonen. Und zwar, Jan Kirchhoff müssen wir eigentlich schonen. Wen kann man denn dafür jetzt reinbringen?
Ach ja, Sebastian Härtner kommt auf die Sechserposition rein. Wird er schon lösen, der Junge. Hab noch Vertrauen in ihn. Jetzt kriegt er mal eine Viertelstunde Einsatzzeit heute. Auch gut für ihn. Goretzka, Hanschen, Garex bleiben heute wieder außen vor. Also Tabelle zeigen wir an. Platz 4, wir haben den Champions-League-Platz erreicht. Oh, und noch Härtner ebenfalls mit absichtlichen Handspielern. Sowas. Nimmt bei der Bahn an die Hand zu. Was ist denn heute los hier? Alle drei gelben Karten, die im Spiel gefallen sind, nur wegen Handspiels. Und wir sind 3 Punkte dran an Stuttgart, Leute. Also, so gut kann das aussehen, wenn man eine Serie startet. Jetzt kommt Aristide Bonsé für Stefan Hain nochmal rein mit FCA. Die kommen da unten ja gar nicht aus dem Po. Oh, 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 Atsudo Uchida, rote Karte nach Tätigkeit. Das ist natürlich sehr suboptimal. Höwedes und Papa tauscht die Seiten, dass Höwedes so ein bisschen rausrückt. Obwohl, nee, wir können die Viererkette nicht auflösen. Dann geht Härtner auf die rechte Seite. Und Renato geht in die Zentrale. So, und Draxler. Draxler dahin. So, Renato ein bisschen zurückgezogen jetzt. Auch Bastos geht ein bisschen zurück. Und wir öffnen mal die Taktik. Pressing geht auch zurück. Aber der Einsatz. Den Einsatz, den erhöhen wir. Schauen wir auf die Laufwege. Renato Augusto muss hinten mit aushelfen jetzt. Das ist ganz klar. So. Härtner hat in der zweiten Stamm Rechtsverteidiger gespielt, wird das jetzt übernehmen. So 7 Minuten vor Schluss. Angedeuteter Kopfschuss von Uchida gegen Bonsé. Natürlich fällt Bonsé da sehr theatralisch. Das ändert aber nichts da an der entscheidenden Schiris. Für Atsudo Uchida ist das Spiel nach dieser Aktion beendet. Also es war eher eine Schwalbe von Bonsé. Uchi hat nichts angedeutet. Vielleicht hätte da auch eine gelbe Karte es getan. Also. Und jetzt drückt natürlich Augsburg. Bonsé mit der Möglichkeit, der Höwe des hat aussteigen lassen, aber er wird durch einen guten Einsatz von Mourage am Verstrecken gehindert. Jetzt der Pfostenschuss von Bonsé nach Flanke von Moravec passiert. Die Flanke von Moravec passiert. 3 Schalker-Verteidiger am zweiten Pfosten lauert Bonsé. Und schießt sie nur an den Pfosten. 4 Minuten Nachspielzeit gibt's. Konzentration nochmal. Modesto verschätzt sich, macht so den Weg frei für Pfosten. Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung unterbricht der Schiri. Aber schade, das wäre es natürlich gewesen. Aber das ist trotzdem der Sieg für uns. 3-1, am Ende doch souverän gegen den Tabellenletzten. Ja, da hat sich Uschi wahrscheinlich ein bisschen hinreißen lassen. Vielleicht hätte es auch eine gelbe Karte getan, vielleicht. Weil es eben ein angedeuteter Kopfschuss war. Ob es wirklich gleich eine fette Tätigkeit war, will ich nicht entscheiden. Aber okay, wir stehen erstmal Platz 4. Alles weitere jetzt gleich. So Leute, Strafe auswählen für Atsudo Uchida, noch nie negativ aufgefallen, die Disziplin im Anschluss ist sehr gut. Also Uchi ist wirklich einer, den traue ich sowas gar nicht zu wegen der Tätigkeit. Ja, ich weiß nicht, ich meine, eine leichte Strafe kann man da, würde ich mal sagen, aussprechen, weil er eben sich dabei dazu nicht hinreißen lassen soll und dann die Mannschaft halt nochmal geschwächt hat. Eine Ermahnung, glaube ich, würde ich sagen, würde nicht viel bringen, weil dann wird es ein bisschen zu locker sein. Da muss, also Karten, sowas wird schon bestraft und sicherlich war es vielleicht anders, aber wir haben es nicht gesehen, können halt nur lesen. Wenn das wirklich angedeutet hat, weiß man nicht, ob er ihn auch getroffen hat. Sicherlich war bei Bonsé viel Theatralik bei, aber okay, leichte Strafe für Atsudo Uchida. Er ist halt ein loyaler Spieler. So, Jelle Forsen, bester Mann, was bitte? Jelle Forsen, bester Mann, gut, das kann ihm nur gut tun, so eine Note, so eine 1,5 Note, das kann ihm nur gut tun. Pavlopoulos mit einer 3,5, wie gesagt, durfte mal wieder ran. Ansonsten, Härtner, ja, hat keine Zeit mehr gehabt, sich zu zeigen. Wird trotzdem immer besser, also meine Güte, Härtner, der ist schon nicht schlecht, der Junge. Auch wenn er nur ein 2,5-Sterne-Talent ist. Also für die Bundesliga reicht es bei ihm, glaube ich, auf jeden Fall. Wenn nicht bei uns als Stammspieler. Uchida kriegt auch eine 5. So, das, ich glaube echt, das ist die Chance für Görgi Garex zurückzukommen. Schade natürlich für Uchida, dass er so stark reingespielt hat da. Neustädter mit einem Tor. Wie viele Tore hat er jetzt für uns erzielt? 3 Tore. Ja, letzte Saison hat er, glaube ich, nicht 1 Tor gemacht, ne? Wie viele Spieler hat er letzte Saison eigentlich gemacht? 28 Spieler hat er letzte Saison gemacht. Eine Vorlage. Hat der echt letzte Saison so viele Spiele gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Weil Jones doch eigentlich die starke Größe war da im Mittelfeld. Aber jetzt ist es klar. Jetzt hat er bis jetzt fast jedes Spiel gemacht. 3 Tore, 2 Vorlagen. Also diese Saison blüht er richtig auf in der zweiten Saison auf Schalke. Huntelaar, 2 Tore, 1 Vorlage, waren an allen Toren beteiligt. 30 Jahre jung. 112 Spiele, 82 Tore. Bei uns hat er, glaube ich, nee, ich glaube, bei Ajax und Sonne hat er eine bessere Quote gehabt. Schauen wir mal, 92 Spiele, 76 Tore. Also bei uns hat er auf jeden Fall die meisten Profitore erzielt. Klaas-Jan Huntelaar, 82 Bundesliga-Tore schon auf seinem Konto, meine Güte. Ja, ansonsten war es der 4. Sieg in Folge, Leute. Das kann man so mal bestätigen. Beziehungsweise festhalten, ne? Mourage, souverän, Note 3.
Stärke 81. An dem wird vorher auf jeden Fall vorbeikommen sein. Schauen wir auf die Ergebnisse. Ja, vierter Sieg in Folge, wie gesagt, nach dem Derby. Nach der Pleite im Derby, das ist total vergessen. Augsburg also hat richtig zu tun. Bochum muss ebenfalls noch zittern, ist aber 2 Punkte dran, das ist auf einem Relegationsrang. Und wir sind auf Platz 4, Leute. 46 Punkte, punktgleich allerdings noch weiter mit dem HSV und Gladbach. Ja, die haben heute, ja gut, die haben eine ganz schöne Negativserie. Die haben mal so oft gewonnen, ne? Und jetzt guckt euch das mal an, jetzt nur noch nicht einmal gewonnen in den letzten 5 Spielen. 2 Niederlagen, 3 Unentschieden. Das ist schon ein Ding für Gladbach. Müssen wir hier mal gucken, bis Spiel 25. Ja, genau. Jetzt 5 Spiele in Folge ohne Sieg, die Gladbacher. Wir haben zwar immer noch recht wenig Tore geschossen, aber dafür auch eine recht gute Abwehr. Das ist das sehr Gute bei unserem Spiel. Also das freut mich ja wohl ungemein. Hoffentlich reiße ich sie jetzt nicht. Also jetzt kommt, wie gesagt, glaube ich, das Rückspiel endlich mal. So, was sagt Benny Höwedes? Ich bin der gleiche Höwedes. Ja, gut, die Kapitänsbinde trägt er nur schon länger. So, die Alephosen sind sogar eine Stahl, das verstehe nur gar nicht. Ich weiß nicht, was er. Er muss ein richtig gutes Spiel gemacht haben, auch wenn nicht viel von ihm zu lesen war. Die Alephosen, aber wenn es so weitergeht mit seiner Entwicklung, dann würde es mich sehr freuen. Teamleistung, ja, war in Ordnung. Schauen wir auf die Torschützenliste. Aus Huntel auf Platz 9 mit 13 Saisontoren. Heung-Min Song führt die Schützenliste an, zusammen mit Mario Mandzukic, dahinter Lewandowski. Und da kommt Hunter nicht mehr ran dieses Jahr. Wer ist morgen zweitbester Schütze? Ah, Van Wolfswinkel mit 5 und Renato Augusto mit 5. Also die Torschützen weit verbreitet. Neustädter 3, Podolski ist mal aufgestellt auf 2 Tore. Draxler 2. Na, Draxler ist nicht so ein guter Torschütze, glaube ich, was? Wie in Wirklichkeit. So, Winter-90er. Jellefossen, guter Griff. Ja, mehr haben wir auch nicht wirklich geholt. Das ist ja mal ein Ding. Jellefossen. Ja, klar, er braucht einfach. Ja, gut, jetzt kommt das Rückspiel auch. Klasse, können wir uns gleich ansehen. Der HSV kann frühen Vorsprung und nicht mit Zeit retten. Ja, gut. So, gegen Tottenham Hotspur, so unser Vertrauen beim Vorstand, das steigt natürlich wieder an, sehr schön. Das sind ja alles ein bisschen... So, Belger ist verletzt, fällt 2 Wochen aus, Klausel für Auflaufprämie bei Mourage und Uchida von 5 Spiele! Nee, das sehen wir überhaupt nicht ein. So, Klausel für Auflaufprämie bei Heuberg und auch für Cevcik. Zweite Mannschaft gewinnt schon wieder! Gerard Asamoah, bester Mann, schauen wir auf den Spielbericht. Wer macht die Tore? Philipp Max hat offensiv Mittelfeld gespielt, aha. Asamoah 1,5. Also der wäre ja auch nochmal Kandidat für die erste Mannschaft, würde ich sagen. Mit der Form. Nein, für die Bundesliga reicht es bei ihm natürlich gar nicht mehr. Das reicht bei ihm natürlich überhaupt nicht mehr, die Bundesliga. Ja, sollen wir die zweite Mannschaft ruhig anführen. So, macht das Tor noch. Manfred Starke, ein Tor, eine Vorlage. Jawohl, Manni. Ist jetzt Stammspieler sogar geworden. Wunderbar. 19 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen. So, Mannschaft der Woche, Jellefossen, haben wir gesehen. Riskante Ansprache war erfolgreich. So, Philipp Max ist zurück, jawohl. So, Uschi ist erstmal gesperrt, aber natürlich nicht für die Champions League. Allerdings, das ist das große Problem, er hat ein bisschen an Form eingebüßt. Und deswegen kommt Garrix wieder ins Spiel, der jetzt auch 30 geworden ist. Seit wann denn? Seit dem 8.3. Was haben wir heute? Nee, ist schon vorbei. Schade. Aber das ist die Chance für Görgi Garrix. Uschi nehmen wir in Schutz runter. Dafür kommt auch Philipp Max in den Kader. Also Uschi lassen wir gleich schon mal draußen. Obwohl, nee, von Wolfswinkel kommt dafür in den Kader. Und für Hanschen kommt Max in den Kader. In der Champions League jetzt die Woche. Also da lege ich mich jetzt schon fest. So, und dann machen wir mal ein kleines Stückchen weiter, dass wir noch Spielergespräche führen können. Dann gegen die Truppe von André Villas-Boas. Wir müssen einen einzelnen Rückstand aufholen. Viertelfinale ist das Saisonziel. Das wollen wir doch alle erreichen, auf jeden Fall. Deswegen sollten wir heute den Sieg holen. Das heißt heute. Und dann spielen wir auch gegen Leverkusen. Eieiei, dickes Ding. So, was haben wir hier eigentlich mit dabei? Na gut, das sind alles Dinge, die man... So, was haben wir? Saisonziele. So, Champions League ist das Viertelfinale, genau. Da wollen wir hin. Hoffentlich können wir das auch erreichen. Das müssen wir erreichen. Ja gut, wir müssen auch nicht. Wir haben bis jetzt eine gute Champions-League-Saison gespielt. So. Andreas Hanschen hat gut trainiert mal wieder. Hertner hat gut trainiert. Auf jeden Fall. Jellefossen. Super letztes Spiel. Klar, da kriegt er ein paar Moralpunkte dazu. Genau. Büttner auf jeden Fall. Hast die Saison sehr verbessert. Fühlt sich geschmeichelt, mein Alter ist nicht mehr leicht, sich zu verbessern, dafür schufte ich jeden Tag. Wieso, wie alt ist er ja, Forsen eigentlich?
So, Draxler. Ich brauche den nächsten Mal in Topform. Genervt von den ständigen... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. So, Renato Augusto. Ne, da kann man nichts sagen zu. Mourage. Ne, kann man auch nichts zu sagen. Huntelaar. Was kann man dafür sagen? Im Moment scheinen alle nicht so weit weg. Was hat er denn für Ziele? Will Horst König werden, möchte der Kapitän sein. Achso. Musste Ziele herunterschrauben. Ne, das nicht. Gut trainiert, ist ja besser, wenn man ihn sagen kann, glaube ich. So, wen haben wir noch? Jelle Fossen, nicht. Von Wolfswinkel kann man auch noch sagen. Hat auch gut trainiert. Ist ja deswegen auch wieder im Kader jetzt. Halt, erste Mannschaft wollten wir rein. Oh, in der zweiten Mannschaft sind einige verletzt. So, von Wolfswinkel. Ja, der kommt eigentlich nicht aus dem Arsch irgendwie, ne? Eigentlich ein guter Mann, aber so viel Geld will ich für den hier. Vielleicht können wir ihn da versuchen, dass wir mit weniger Geld ihn verpflichten können am Ende. Beziehungsweise Michel Bastos. Für den steht ja auch noch eine Entscheidung aus, ne? Natürlich auch noch ein Ding, wofür wir uns entscheiden müssen. Ich denke, ihr könnt ja schon mal Vorschläge abgeben am besten. Sollten wir hier, von Wolfswinkel bin ich mir eigentlich ziemlich klar, den brauchen wir nicht halten. Aber ja, eure Meinung würde ich gerne mal hören. Was sagt ihr zu von Wolfswinkel, was sagt ihr zu Bastos? Einen von beiden können wir uns eh nur leisten. Und ich glaube mal eher Michel Bastos. Wenn überhaupt, einen von beiden, das ist natürlich auch wieder die Frage. Deswegen, eure Meinung will ich hören. Was sagt ihr vor allem zu Michel Bastos? Soll er gehalten werden oder wollen wir dann einen anderen aufbauen auf dem linken Mittelfeld? Gut, dann sind wir gleich beim Tottenham-Spiel angelangt. In der Feldins Arena, 61.000 Zuschauer sollten da drin sein. Ausverkauftes Haus sollte sein. So, wir sind gut in Form, genauso wie Tottenham. Sind ein bisschen schwächer, aber das hat nichts zu sagen. Tottenham können wir auch schlagen. Natürlich ist Gareth Bale der Mann da, aber wohl im Hinspiel war er kaum zu sehen. Wenn wir unser Offensivspiel aufziehen können, dann ist auch gegen Tottenham Hotspur was drin. Oder lasse ich Sebastian Härtner ran, Rechtsverteidiger. Ja, das wäre natürlich auch ein Ding. Nee, Garix hat sich natürlich auch mal wieder verdient. Nach seiner Verletzung kommt er also wieder zurück. Müssen wir mal gucken, wie lange hat er jetzt nicht von Anfang an gespielt. Vor allem in der Liga sowieso schon lange nicht mehr. Saisondetails. Schauen wir mal nach. Wie lange hat er nicht mehr gespielt jetzt? Muss ich hier unten gucken. So, hier letztes Spiel wurde eingewechselt und dann. Das war ein Freundschaftsspiel. Das war in der Bundesliga. Da hat er nochmal gespielt. Ach, im Freundschaftsspiel hat er sich verletzt oder wie war das? Nee, in der Bundesliga. Muss er denn noch ausgewechselt worden sein? Komisch, wo war das denn, wo er sich verletzt hatte? War das doch ein Freundschaftsspiel? Hm. Ach nee, dann hat er hier erst wieder gespielt, genau. Genau, hier hat er dann erst wieder gespielt im Februar. Das war dann fast einen Monat verletzt. Zwei Einsätze hat er jetzt wieder gehabt. 1 über 17, 1 über 27 Minuten. Jetzt also wieder vielleicht 90-minütigen. Auf jeden Fall steht Härtner an den Startlöchern sowieso. So, ansonsten bleibt die Bank so, wie sie ist. Max im Kader. Jelle Fossen auch dabei. Wieder mit dem 4-1-4-1-System. Also Leute, bis zum nächsten Mal zum Champions-League-Rückspiel im Achtelfinale. Sportgericht besteht sein Urteil. Okay, das ist die News, wollen wir noch sehen. Okay, Uchida also für 5 Spiele gesperrt. Ärgerlich für Uchi, schade. So Leute, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zum Champions League Spiel. Ciao.